So, einen wunderschönen guten Abend bzw. guten Morgen, der das Video erst am nächsten Tag abhört. Ich melde mich vom Live Trading und Analyse Desk vom JFT Brokers zurück. Heute hat mal wieder der Dow Jones das gemacht, was er sollte. Ich werde aber trotzdem nochmal betonen, dass diese Trefferquote oder beziehungsweise, dass die Märkte genau das machen, was ich denen befehle sozusagen, es wird nicht so weitergehen. Also definitiv nicht. Aber wenn man jetzt hier dieses Setup hier anschaut, der obere Kurs war nur ein alternatives, habe ich auch gesagt, dass hier sehr weit fortgeschritten ist, auf die grauen Pfeile setze ich ja nicht. So, und da wähne ich auch dann nicht weiter groß im Setup. Das kann natürlich alles hier passieren, oberhalb dieser Linie. Aber hier wurde die Short-Position eingegangen. Und vorbörslich, sowie auch im Parketthandel, wurde dann diese Marke exakt getroffen. Und hier gab es wieder einen bullischen Pullback nach oben. Wie gesagt, solche Setups, die so genau aufgehen, sind zwar in letzter Zeit sehr häufig der Fall gewesen, aber ich muss definitiv sagen, so kann es einfach nicht weitergehen. Das wäre einfach unmenschlich. Im JFT Brokers Indikation gab es eben hier auch, da habe ich jetzt auch keine Marke nachträglich geändert. Wieso auch? Ja, es sieht man ja auch hier eindeutig, würde immer diese Marke hier fast exakt angelaufen und eben auch so wie im heutigen Handelsverlauf. Wir sind in einer Stunde unterwegs. Das war hier heute Vormittag gegen 10, 11 Uhr und eben nochmal bevor die US-Börse eröffnet hat, ist diese Marke, wie gesagt, in der JFD-Indikation, was den Future darstellt, exakt auch wieder angelaufen. So, ein neues Setup gibt es heute nicht, was nicht so schön verlaufen ist oder nicht so exakt an die Marken, ist eben der Nasdaq. Der Nasdaq hat nicht das obere Ziel erreicht und eben auch nicht ganz die untere Marke punktgenau erreicht. Also hier muss ich den Nasdaq sozusagen schimpfen, hat nicht genau das gemacht, was ich wollte. Dann kommen wir noch zu den anderen Setups. Hier habe ich mal die Aktie von 3M vorgestellt. Ist jetzt hier natürlich durch den negativen Börseneröffnungen nach unten gelaufen, aber das Setup habe ich auch schon mal auf Godmode Trader eben vorgestellt und speziell eben heute nochmal im Stream. Ist einfach zu verführerisch, über dieses Level kam die Aktie nicht hinweg und sollte, solange eben die 160 US-Dollar Marke nicht überwunden wird, sollte eigentlich eher der Kurs abwärts gerichtet sein und auf diesen Unterstützungsbereich auftreffen. Könnte auch schon nur auf den EMA 38 zurückfallen, aber kommt ein Kurs hier zustande, kann man auch hier Teilverkäufe tätigen und den Rest noch laufen lassen, Stopp nachsetzen. Gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Zunächst aber erstmal bleibt das Setup so stehen. Im Gold wurde ja auch schon am Montag das Setup veröffentlicht und hieß es eigentlich eher über diese Marke einen Schlusskurs im Stunden abwarten. Da aber dann hier schon der Kurs erreicht worden ist, ist sozusagen auch das Setup direkt abgearbeitet, beziehungsweise müsste man nicht darauf setzen, eben weiter, weil genau der Kurs eben noch unter dem EMA 200 blieb. Also dieses nächste Setup, das bessere, was höchstwahrscheinlich jetzt halt direkt erreicht wird. Also wenn die Marke hier oben angelaufen wird, braucht man nicht groß auf den Stundenschluss zu hoffen, weil dann könnte eben der Kurs schon weggelaufen sein wieder. Deswegen auch hier ist die Marke fast exakt, aber ohne es zur Aktivierung, ohne dass eine Aktivierung stattgefunden hat, auch dorthin gelaufen. Das weitere Setup, aber das wird ja auch im Text geschrieben, man kann die erste Position hier beim Öl eingehen, nachdem diese Marke erreicht worden ist. Höchstkurs, ich habe das zwar nicht im Text groß angegeben, aber die Marke war es so auch eingezeichnet, kann jeder nachsehen, ist auch wieder
ich meine, ich zeichne nicht 100 Marken ein, sondern meistens immer nur eine entscheidende und ist wie auch wieder fast exakt abgeprallt, was aber nicht natürlich so gewünscht war. Aber an der Marke ist halt der Kurs kleben geblieben. Ja. Wäre natürlich schöner gewesen, er hätte hier einen Ausbruch gemacht und wäre weit hochgelaufen. Was ich aber auch noch erwähnt habe, hier muss man wirklich auf der Hut sein. Hier kann es eben eine bärische Flagge sich ausbilden und wir sehen nicht dieses Setup. Eben jetzt ist eben nur eine Position angestoppt, wir sind Tagesschluss der 100, sowas auch wie im Text erwähnt ist. Und man, das könnte sich jetzt eben auch noch so fortsetzen. Trotzdem nochmal das Hoch hier erreicht werden und dann einen neuen Tiefkurs machen. Wäre auch denkbar. Aber ich bleibe jetzt zunächst erstmal hier wegen den ganzen Unsicherheiten eher bullisch gestimmt. Aber nicht übermäßig euphorisch, sondern einfach kleinen Positionsgrößen arbeiten und hoffen, dass hier das Setup noch weiter aufgeht. Man ist aber, wie gesagt, den Text gut lesen, ist man nicht nur hier maximal mit einer Positionsgröße eingestoppt worden. Und nochmal der Hinweis, es kann definitiv nicht so exakt bis Weihnachten weiterlaufen, dass die Märkte sich so verhalten, wie ich es mir wünsche. Trotzdem weiterhin wünsche ich allen erfolgreiche Trades natürlich.